Willkommen bei Geruchsfeuer, der Plattform für Eau de Cologne oder Toiletten oder Parfum und oder Extrait. Heute spricht wieder mal der Manuel mit euch, der Manuel Childers City, und ich präsentiere euch drei wunderbare Parfums. Und zuallererst bitte abonniert meinen Kanal, wenn ihr noch nichts habt, und wer schon hat, der sei bitte dankbar für jedes weitere Video, das ich drehen kann, weil es auch nicht so einfach ist, immer wieder neue Videos zu drehen und immer wieder neue Parfums reinzukriegen und das alles, das Ganze, was damit zusammenhängt. Und freut euch jetzt auf die Titelmusik und danach sehen wir uns wieder. Bis gleich. Tschüss. So, willkommen zurück. Ihr habt jetzt die Titelmusik gehört und gesehen, um was es geht. Und jetzt freue ich mich schon, euch nicht nur drei, sondern ich werde euch gleich sieben wundervolle Parfums präsentieren. Und jedes einzelne davon ist einzigartig. Und ich beginne mit Tesori d'Oriente Hammam. Dadurch, dass ich nicht eruieren konnte, welche Inhaltsstoffe drin sind, werde ich erschnüffeln und werde einen Teststreifen probieren. Habe hier Teststreifen vorbereitet und werde einfach riechen, wie es riecht. Ja, man riecht Oud raus, Räucherholz vom Adelholzbaum, Aggerholz. Man riecht etwas, irgendwas Syphiliges, aber ich weiß nicht was, es könnte sich um Rum handeln, ich weiß es nicht. Man riecht ein Holz raus, ich glaube es ist Sandelholz. Und das ist eigentlich alles schon, was ich zum ersten Parfum zu vermitteln habe. Ich kann es euch empfehlen. Ich kann auch noch sagen, die 100ml Flasche kostet 6,50 €. Und ist für Mann und Frau geeignet, laut dem Parfümeur, laut dem Hersteller. Aber jedes Parfum ist also für jeden geeignet, dem es gut riecht, sozusagen. Dann das nächste Parfum, was ich euch präsentiere, ist von Razzasi Danal, das ist arabisch, Oud Chura. Eau de Parfum, 40ml, 17,25 €. Und kommt in diesen Holz, in dieser Holzrolle als Verpackung mit einer Aufschrift, die eingebrannt worden ist, also in arabischer Schrift. Das sieht man hier, ein Brennmuster ins Holz, und dann hat man eine Schlaufe, und auf der Schlaufe kann man, ist ein Knopf, und den, da kann man es öffnen und die Rolle geht auf und man nimmt es dann raus. Man entnimmt es so raus, ohne es zu verpacken, und dann hat man das schon. Es ist Razzasi Danal Oud Chura, 40ml, 17,25 €. Im Kopf des Parfums finden wir Jasmin, Safran, Rose und Oud. Im Herzen Vetiver, Thymian, Sandelholz und Oud. Und im Grund Bernstein, Oud und Moschus. Moschus kommt vom Büffel, ist ein Hormon. Oud ist das Ackerholz, Bernstein ist ein Stein, der zur Verfeinerung des Parfums genommen wird. Vetiver ist ein bestimmtes Gras, aus dem man Alkohol gern kann. Thymian ist ein Kräutergewürz, dann Sandelholz, kennt ihr bereits wahrscheinlich vom Hören und Sagen, Jasmin, eine duftende Blume, Safran, ein Gewürz, ein teures, ein roter Faden ist das, wenn man es von der Pflanze entnimmt, dann Rose, kennt ihr alle, und ist sehr gut im Duften. Ich mache den Dufttest. Ja, wie schon gesagt, das Oud kann man rausriechen, das ist die Basis. Das Oud ist aber nicht nur in der Basis, sondern auch im Kopf und im Herzen und im Grund. Deswegen sehr, sehr Oud-lastig. Ich liebe Oud-Parfums. Moschus ist auch drin, riecht man auch raus. Und zum Vergleich zum ersten Parfum riecht das erste, obwohl es günstiger ist, besser als das zweite, als dieses hier. Aber es ist auch zu empfehlen, natürlich, weil jede Nase riecht, also jeder riecht anders und nimmt den Duft anders wahr. Es hat auch mit dem Hauttyp zu tun, also welchen Hauttyp man hat
und was man, mit welchem Duft man zufrieden ist. Der nächste Duft, den ich präsentiere, ist von Oriflame, The Secret Man. Possess The Secret Man. Kommt in dieser Verpackung. Und ist ein europäischer Duft. Soweit ich weiß, ist Oriflame oder vielleicht sogar ein amerikanischer, ich weiß es nicht. Also kann auch aus Nordamerika kommen. Auf jeden Fall ist das ein aquatischer, wässriger Duft und aromatisch. Es ist ein 75ml Flakon, kostet 15,09 €. Im Kopf finden wir Bergamotte und Eisakkord. Im Herzen Sake und Salz und im Grund Eich. Dieses Parfum hat keinen Deckel zum Abnehmen. Der Flakon schaut so aus, sondern man kann gleich sprühen, wenn man es rausgenommen hat aus der Verpackung. Ich sprühe es auf, Sprayer geht gut. Ein einzigartiges Dufterlebnis, sehr zu empfehlen für Frühling und Sommer, auch Herbst. Eher für den Winter nicht so, meiner Meinung nach, aber ja, jeder wie er das möchte. So, das zu Oriflame. Das nächste Parfum, das ich euch präsentiere, ist Midnight Oud von Kesley Berry. Ja, die Verpackung ist offen. Es kommt in diesem Flakon. Kesley Berry Midnight Oud Eau de Parfum für Herren. Ein reines Herrenparfum laut dem Parfümeur. 100ml, kostet 21,50 €, wo ich bestellt habe. Würzig-holzig ist die Duftfamilie. Ich mache den Geruchstest. Wunderbar. Es riecht wieder sehr holzig und herb. Es ist natürlich auch Oud drin, es heißt hier Midnight Oud, Mitternachts-Oud. Und ist definitiv schön zu verwenden und einzigartig. Das werde ich mir merken, es kommt auf eine zu meinen Favorites, das Midnight Oud. Auch der Flakon ist so richtig schön gestaltet, man hat einen richtig schönen Flakon. Und die Aufschrift ist golden und der Flakon ist schwarz, wie ihr sehen könnt, und den goldenen Deckel. Das gibt mir Freude. Und ich habe auch eine Ehre, Midnight Oud von Kesley Berry zu präsentieren. Das nächste Parfum ist von Al-Jawara. Kommt in dieser Verpackung, heute frisch angekommen. Ich werde es mal öffnen. Auch ein sehr, sehr edel gestalteter Flakon. Ja. Kesley Berry Al-Jawara 100ml, 17,41 €. Also 17,41 € für Mann und Frau laut dem Parfümeur, orientalisch holzig. Keine Angaben über Inhaltsstoffe, deswegen werde ich jetzt versuchen zu erriechen, was ich alles rausriechen kann, aber ja. Bei den orientalischen ist meistens eine Mischung aus Früchten, aus Oud und Hölzern und Kräutern. Es ist nicht so intensiv wie das vorige, wie das Midnight Oud. Erinnert mich aber stark, es hat eine Ähnlichkeit so zu den Folgen von Kesley Berry. Also die DNA ist definitiv vorhanden bei Kesley Berry. Und ja, der Flakon, der gefällt mir so gut, ich zeige ihn nochmal her. Er ist wunderschön. So, das war die Nummer 4. Jetzt kommt von Jenny Glow Black Cedar. Jenny Glow Black Cedar kommt in dieser türkisen Verpackung. Und es ist Black Cedar, es ist ein
100ml Flakon, nein, 80ml Flakon, Entschuldigung, kostet 13,59 Euro. Ist für beide Geschlechter, so wie der Hersteller meint, also der Parfümeur. Und im Kopf finden wir Kreuzkümmel, im Herzen Wacholder und im Grund Zedernholz. Ich zeige den Flakon her, so. Der Sprayer ist auch gut. Und jetzt wird getestet. Es riecht sehr harzig. Riecht einen wunderbaren Geruch. Und das Zedernholz kann man deutlich rausriechen, die ätherischen Öle des Zedernholzes. Und ja, passt gut in mein Repertoire. Jetzt kommt das letzte. Und zwar von Banana Republic Klassiker. Kommt in der weißen Verpackung. Klassik. Banana Republic Klassik. Schaut so aus. Ganz ein stilistischer Flakon. Und ist für beide Geschlechter laut dem Parfümeur 16,23 Euro für 125ml. Im Kopf Grapefruit, grüne Töne, Clementine, Bergamotte, im Herz Flieder, Geißblatt und im Grund hölzerne Töne, Moschus und Ingwer. Flieder und Geißblatt, wenn ich das herausrieche. Und Grapefruit und grüne Töne und Clementine und Bergamotte, hölzerne Töne, Moschus und Ingwer. Man riecht den Ingwer und die hölzernen Töne und die Grapefruit sofort raus. Flieder kann man auch rausriechen, wenn man genau riecht. Clementine, ja. Und Bergamotte auch, ja. Es ist zitrusaromatisch bei der Duftfamilie, das ist richtig einkategoriert, meiner Meinung nach. Vielleicht noch holzig. Ich danke fürs Zuschauen und bitte euch, dass ihr meinen Kanal abonniert. Und danke sehr für eure für das, dass ihr euch begeistert für Parfums. Und bitte denkt daran, dass ihr meinen Kanal abonniert und es weiterzählt, dass ich Parfum-Videos mache. Es war mir eine große Ehre, euch die zu präsentieren und freue mich schon aufs nächste Mal. Und danke, das war der Manuel Joel of City und ich wünsche euch noch was, Gottes Segen und auch viel Freude und alles, was miteinander zu tun hat. Also dann, tschüss, bye bye, wann ihr auch immer dieses Video angesehen habt. Baba.